Themenabend Doping. Finale. Sehen Sie jetzt Staatsgeheimnis Kinderdoping. Berlin, Friedrichshain, 1997, Friesenstadion. Einer der Orte, an denen die DDR ihren sportlichen Weltruhm begründete. Heute dem Verfall preisgegeben. Von glorreichen Zeiten ist nichts mehr übrig geblieben. Aber sieben Jahre nach der Vereinigung wird der DDR-Sport doch noch von seiner Vergangenheit eingeholt. Ulrike Tauber, Sportclub Karl-Marx-Stadt. Birgit Treiber von Sportclub Einheit Dresden. Christiane Knacke, FC Dynamo Berlin. Petra Thümer von Sportclub Karl-Marx-Stadt. In den 70er und 80er Jahren nannte man sie die Wundermädchen. Sie verdrängten den Rest der Welt vom Siegertreppchen und neugierig fragte man nach dem Geheimnis des Erfolgs der jungen Frauen, die die Männer klar in den Schatten stellten. Hinter vorgehaltener Hand hieß es spöttisch bei den DDR-Trainern, wir können zwar aus Frauen Männer machen, aber aus Männern keine Fische. Das DDR-Fernsehen bekam den Propagandaauftrag, Zweifel zu zerstreuen. Zum Beispiel bei der Berlinerin Barbara Krause. Worauf beruht Ihre Ausnahmestellung? Auf Talent, so vermuten Ihre Bewunderer. Auf Fleiß, so beweisen Ihre Trainer. Auf Manipulation, so behaupten Ihre Neider. Ihre Kraultechnik ist perfekt. Das richtige Atmen lernte sie am Beginn ihrer Laufbahn zu Hause in einer Waschschüssel. Vor dem Rennen aß sie ihr Lieblingsgericht. Tschechische Knödel und Puffreis zum Dessert. München, 19 Jahre später. Bei den deutschen Schwimmmeisterschaften sind zahlreiche Athleten aus den neuen Bundesländern am Start. Und rund um den Pool sind die Trainer versammelt, die auch schon zu DDR-Zeiten am Beckenrand standen. Die Atmosphäre ist angespannt. Gegen die meisten von ihnen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf, Kinder und Jugendliche zu DDR-Zeiten gedopt zu haben, ohne deren Einwilligung und ohne deren Wissen und ohne Einbeziehung der Eltern. Die Vergabe der anabolen Steroide erfüllt nach dem deutsch-deutschen Einigungsvertrag den Straftatbestand der Körperverletzung. Solche Präparate wie das einschlägige DDR-Anabolikum Oral Turinabol sind der zentralen Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität bestens bekannt. Dort glaubt man sich nach jahrelangen Ermittlungen sicher zu sein, dass Doping von Staats wegen systematisch betrieben und angeordnet wurde, flächendeckend war. Die Untersuchungen erstrecken sich auf alle Beteiligten, auf Ärzte, Funktionäre und Trainer. Auf alle Clubs, auf alle Sportzentren der ehemaligen DDR. Zuerst im Schwimmsport, denn gerade da sollen Kinder und Jugendliche in hoher Zahl betroffen gewesen sein. Dann aber werden andere Sportarten folgen. Es wird wohl noch Jahre dauern und dem deutschen Sport droht ein Flächenbrand. Und hier wird der Anfang gemacht, die frühere Heimstatt des SC Dynamo, des Vereins der Staatssicherheit, das Sportforum in Berlin-Hohenschönhausen. Rein äußerlich hat sich hier nicht viel verändert, doch die Stimmung ist in den letzten Monaten merklich angespannt. Auch Franziska van Almsick trainiert hier. Sie steht in keinem Zusammenhang mit den Dopingvorwürfen, die sich jetzt aber an vier ehemaligen Dynamo-Trainern festmachen. Volker Frischke, Coach der Europameisterin Kerstin Kielgas zum Beispiel, wurde als einer der ersten von der Berliner Staatsanwaltschaft angeklagt. Zu einer Stellungnahme war er nicht bereit. Und überhaupt, keiner will hier darüber sprechen. Das Thema ist absolut tabu. Franziska van Almsicks ehemaliger Coach zu Anfang der 90er Jahre, Dieter Lindemann, wird jetzt auch angeklagt. Er bestreitet, Kinder und Jugendliche zu DDR-Zeiten gedopt zu haben. Doch die Staatsanwaltschaft hat offenbar genug belastendes Material gesammelt. Und ohnehin erzählen immer mehr ehemalige Athleten von ihren Erfahrungen mit Lindemann und anderen Trainern. Also ich war von der 5. bis zur 7. Klasse bei Herrn Dieter Lindemann in der Trainingsgruppe. Er hat uns mit Beginn der 5. Klasse Tabletten gegeben, und zwar die er höchstpersönlich in Becherchen eingefüllt hat und wo er selber darüber gewacht hat, dass wir die auch nach jeder Trainingseinheit schlucken. Wir haben aus der Apotheke Tee, speziell angerührten Tee, abholen müssen, wo er auch gewacht hat, dass wir den nach jeder Trainingseinheit ordentlich trinken.
Und Sie wussten nicht immer, was da drin war? Nein, ich wusste überhaupt nicht, was da drin war. Es wurde gesagt, es wären Vitamine und laktatwertverbessernde Medikamente, aber nichts Genaues. Durften Sie darüber reden? Nein, wir durften nicht darüber reden. Wir waren angewiesen, unseren Eltern und auch sonst draußen niemandem was davon zu erzählen. In diesem Raum, der damals noch etwas mehr ausgeschmückt war, heute ist kaum noch etwas davon übrig. Vielleicht noch die Aufkleber. Ja, standen hier vorne auf einem Tisch Röhrchen mit Tabletten. Jeder hatte sein Röhrchen zugeklebt, also nicht oben zugeklebt, aber der Inhalt nicht sichtbar. Und jeder bekam seine Tabletten. Auf dem Tisch lagen dann verschiedene Haufen an Tabletten, also für jeden Sportler ein spezielles Sortiment. Und ja, dann mussten wir das halt runterschlucken vor den Augen der Trainer. Und dann haben wir die Tabletten genommen. Die hat er ihnen am Beckenrand in die Hand gedrückt. Ja. Der hatte da so eine Drehflasche da so. Und daraus hat er die uns verteilt, ja. Wie alt waren Sie damals? 10. 9 oder 10. Also 10, denke ich. Und dass irgendwann dann diese türkisblauen Tabletten dabei waren, das Oral-Turinabol. Und auf meine Frage, ich wusste aber nicht, dass es Oral-Turinabol ist und dass es überhaupt ein männliches Hormon ist. Und ich fragte meinen Trainer damals, was das denn sei. Und er sagte, nimm das mal, das ist gut für dich. Und dies lässt sich auch belegen, selbst wenn die Stasi in der Wendezeit ganze Arbeit leistete. In der Gaukbehörde in Berlin lagern tonnenweise Säcke mit Material zu allen Bereichen der Gesellschaft, die durch den Reißwolf gejagt oder einfach zerrissen wurden. Auch aus der Hauptabteilung 203, in der die Sportspitzel saßen, ist vieles zerstört, aber eben nicht alles. Zum Beispiel geht aus den Unterlagen hervor, dass der Trainer der Europameisterin Dagmar Hase, Bernd Henneberg, als inoffizieller Mitarbeiter, als IM geführt wurde, unter dem Decknamen Willi Kops. Der Dresdner Uwe Neumann, der unter anderem die dreifache Olympiasiegerin Rika Reinisch betreute, verdiente sich als IM Holbert sogar ein paar Mark nebenbei. Und er berichtete über die UM-Konzeption. UM, das heißt unterstützende Mittel, und war der kaschierende Begriff für Dopingsubstanzen. Der verantwortliche Trainer dafür gibt entsprechend der Dosierungsvorschrift die UM-Mittel aus. Die Aktiven erhalten keine UM-Mittel in die Hand und sind auch nicht differenziert aufgeklärt. Am fleißigsten war aber der stellvertretende Direktor des Sportmedizinischen Dienstes, Manfred Höppner, alias IM Technik, der die Dopingsystematik überwachte. Für den Schwimmsport und andere Sportarten wurde angeordnet: Die Vergabe der Präparate an die Athleten hat entweder in Fremdpackungen bzw. ohne Packung zu erfolgen. Keinesfalls dürfen die Athleten in den Besitz der Originalpackung gelangen. Im Falle einer 15-jährigen Sportlerin hieß es: Anfangs wurde ihr erklärt, dass es sich lediglich um Vitamintabletten handelt, sie jedoch selbst körperliche Veränderungen feststellte und dahinter kam, dass es sich dabei bereits um Anabolika handelt. Die Dopingforschung der DDR war ein sogenanntes Staatsplanthema. Und in diesem Haus in Berlin-Prenzlauer Berg kontrollierte der Sportmedizinische Dienst die Durchführung der Beschlüsse. Nach der Wende hatte sich hier die häusliche Krankenpflege angesiedelt. Vorher residierte in den Räumen IM Technik und steuerte Hand in Hand mit Wissenschaftlern und Ärzten aus der ganzen Republik die sportmedizinische Rundumversorgung der Athleten. Dabei wäre es falsch zu sagen, dass der DDR-Sport nur durch Doping zu seinen Erfolgen gekommen wäre. Auf dem Gebiet der Sportmedizin forschte man unentwegt, um die Spitzenposition zu wahren. Sehen sollten es aber nur wenige. Dies sind Bilder, die der Öffentlichkeit vorenthalten wurden. Zum Beispiel von Gewebeentnahmen, sogenannten Biopsien, um aus der Art des entnommenen Gewebes Rückschlüsse auf sportliche Leistungsfähigkeit zu ziehen. Elektromyostimulation, Stromstöße, um den Muskeltonus zu fördern. Und physiologische Extremtests mit Kindern und Jugendlichen im Strömungskanal.
Die Bilder blieben geheim, genauso wie die flächendeckende Anwendung der anabolen Steroide. Die hohe Belastung verbunden mit der Anabolika-Einnahme hatte für viele Athleten Konsequenzen. Ja, es hat sich sicherlich dann im Endeffekt auch so geäußert, dass eben phasenweise auch die Muskeln sehr schmerzten und dass eben bestimmt auch mal in Phasen die Regelblutung ausblieb. Also Stimme ist tiefer geworden, der Kreuz ist breiter geworden, aber das sind so Sachen, die sind meiner Mutter aufgefallen, aber nicht mir, weil mich hat eigentlich nichts weiter interessiert außer Schwimmen. Und solche lapidaren Bemerkungen des Herrn Gläser bei der Olympiade, wir sollen ja schließlich schwimmen und nicht singen, also das fand ich nicht sehr lustig. Ich habe leider Folgeschäden durch Anabolika insofern, dass ich chronische Eierstockentzündungen hatte, was sich jetzt gelegt hat. Aber dafür jetzt ständig immer wieder Zystenbildungen auftreten, wegen denen ich auch schon zweimal ins Krankenhaus musste. In den Stasi-Unterlagen von IM Technik hieß es dazu: Die Anwendung erfolgt eigenverantwortlich, ohne dass bekannt ist, welche möglichen Nebenwirkungen bei den Sportlern in 10 oder 20 Jahren auftreten. Bei einer jungen Athletin wurde festgestellt, dass diese zum Rasieren gezwungen ist, die Oberschenkel an der Innenseite stark behaart sind und die Schamhaare bereits bis in die Nabelgegend reichen. Und die Stasi schrieb weiter auf, zum Beispiel zu den Dopingpraktiken selbst bei den republikweiten Kinder- und Jugendspartakiaden. Man notierte: Augenfällig war dies selbst bei der Spartakiade, wo ein großer Teil, selbst Sportler noch im Kindesalter, bereits angefüttert worden sind. Wie diese Jungen wurde auch der Magdeburger Jörg Sievers im Alter von 10 Jahren auf die Kinder- und Jugendsportschule delegiert. Er entwickelte sich zu einem sehr hoffnungsvollen Athleten und wollte an den Olympischen Spielen 1972 in München teilnehmen. Doch so sehr er sich auch anstrengte, das Jahr 1972 war ein Rückschlag für ihn. Er konnte an die Leistungen der Vorjahre nicht mehr ganz anknüpfen, obwohl er es dafür tat. Der Schwimmsport, überhaupt der Sport, er bestimmte sein Leben. Und manchmal war es so hart, dass er, also trotzdem er nun tägliches Training hatte, früh und abends, morgens die Treppe, wir wohnten ein paar Treppen hoch, die Treppen rückwärts runterging, weil er solchen Muskelkater in den Beinen hatte, dass er nicht vorwärts die Treppe runterkam. Hier in der Magdeburger Elbe-Schwimmhalle ist Annemarie Sievers in den letzten 25 Jahren kaum gewesen. Jörg Sievers trainierte in der Halle jeden Tag 2 bis 3 Mal und bekam hier auch Tabletten, Vitamine hieß es. Bis ein Arzt der Mutter Weihnachten 1972 mitteilte, dass ihr Sohn an einer anormalen Herzvergrößerung leide. Der Trainer sagte zu Jörg, er sei zu schwach. Er wurde ausdelegiert. Am Nachmittag des 17. Januar 1973 fuhr Jörg Sievers dennoch zur Elbe-Schwimmhalle. Es war wichtig für ihn abzutrainieren, das heißt allmählich die tägliche Belastung zu reduzieren, um kein Gesundheitsrisiko einzugehen. Es wurde ihm nicht mehr erlaubt, mit seinen alten Trainingskameraden zu schwimmen. Er war auf sich allein gestellt im Wasser. Der Trainer kümmerte sich überhaupt nicht mehr um ihn. Jörg verbrachte an diesem Tag nur kurze Zeit im Becken, zog dann einen Trainingsanzug an und setzte sich auf einen Startblock. Um 17.30 Uhr bemerkte ein Schwimmmeister, dass Jörg Sievers blaue Lippen hatte. Gegen 18 Uhr fiel er in das Wasser der Elbe-Schwimmhalle. Keiner bemerkte es. Erst nach 2 Stunden vermisste man ihn. Und erst nach einer weiteren Stunde, gegen 21 Uhr, fand man Jörg Sievers unter dem Sprungturm. Tot, auf dem Beckenboden liegend. Im Trainingsanzug. Durch das trübe Wasser hindurch hatte man ihn vorher nicht gesehen. Jörg Sievers verstarb im Alter von 16 Jahren. Der Sportmedizinische Dienst, in der DDR für das Doping verantwortlich, kondolierte bei den Eltern. Die staatliche Versicherung zahlte keinen Pfennig. Es hieß, er sei an einer Grippe gestorben, obwohl Jörg 6 Wochen zuvor noch dagegen geimpft worden war. Den Mitschülern und Eltern wurde damals nahegelegt, über den Tod von Jörg Sievers nicht zu sprechen. Die Mutter hielt ihre Gedanken in einem Tagebuch fest.
Erst jetzt, 25 Jahre später, spricht sie wieder darüber. Haben Sie jemals irgendwelche schriftlichen Unterlagen, einen Obduktionsbericht zum Beispiel, einsehen können? Nein, niemals. Ich habe weder zu dem Zeitpunkt was einsehen können, noch später. Und ich bin dann losgerannt, von Pontius nach Pilatus, und habe versucht zu erfahren, woran er gestorben ist. Es war nicht möglich. Etwas später nachher kamen als Vertreter des Sports der Sportwart oder wie er sich auch nannte, Jürgen Tanneberger und ein Herr Dr. Köhler. Und die haben uns dann erzählt, dass er an der Grippe gestorben ist. Er hat die Grippe gehabt. Der hat keine Grippe gehabt, das wusste ich. Denn dann hätte er mir was gesagt, wenn er die Grippe gehabt hätte. Ich denke, ein Schwimmer fällt nicht ins Wasser und ertrinkt, wenn er über Jahre trainiert hat. Das kann nicht sein, dass das bloß ein Unglück gewesen ist. Na, jedenfalls war der Köhler, der war nun bei meiner Schwester zu Hause und unterhielt sich in einem Zimmer mit seinem Freund, den Peter Stölze. Und da erzählten sie sich, wann der Sturm war, dass eben durch Anabolika, dass das Herz zerrissen ist oder was, weil es zu groß geworden ist. Ich selber habe auch dann nicht mehr nachgefragt und nichts Schriftliches, nichts mehr gehört. Er war einfach nicht mehr da. Das war es eben, ja. Ja, und dann aus. Wir haben den Arzt Dr. Eberhard Köhler gesucht und in Leipzig gefunden. Nach wie vor, wie 1973, ist er als Sportmediziner tätig. Wir machen einen Bericht über Schwimmer und wollten fragen, 1973 waren Sie doch Sportmediziner in Magdeburg und waren für die Schwimmer zuständig, ne? Nee, für die Schwimmer war nicht, für alle. Aber Sie waren der Sportmediziner? Auch, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr. Und ich habe auch zukünftig keine Zeit. Schönen Tag. Wir wollen eigentlich nur fragen, es hat damals einen Todesfall gegeben. Ja. Wissen Sie davon? Nein, weiß ich nicht. Kennen Sie Jörg Sievers? Ich kenne ihn nicht. Ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht. Und ich bitte, dass Sie die Sprechstunde zu verlassen. Also Sie haben ihn nicht behandelt damals? Sportärzte mit zwielichtiger Vergangenheit sind heute vielfach noch unbehelligt und praktizieren weiter, wie zum Beispiel der Potsdamer Dr. Jochen Neubauer, gegen den auch wegen Dopings zu DDR-Zeiten ermittelt wird. Oder andere Sportmediziner an deutschen Olympiastützpunkten. Das Lügen hat offenbar Tradition und das schon ziemlich lange. In der Sportmedizin spricht man von Unnormalem, von Doping, von Anabolika. Wie steht es damit in der DDR? In der DDR ist es ganz selbstverständlich, dass wir Doping ablehnen. Und ich glaube, eine vornehme Aufgabe der Sportmedizin ist es, dass wir darauf achten, dass Dopingsubstanzen nicht verwendet werden. In diesem DDR-Buch über Sportschwimmen schrieb Dr. Lothar Kipke einen kleinen Gruß an Kinder und Jugendliche. Liebe junge Sportfreunde, als Arzt kann ich bestätigen, dass ihr eine sehr schöne und gesunde Sportart gewählt habt. Die Bewegung in Luft, Sonne und Wasser stärkt den Organismus, härtet euch ab und schützt euch so vor Krankheiten. Unterschrift: Euer Dr. Kipke. In den Stasi-Akten wird berichtet, wie Dr. Kipke Mädchen männliche Hormone spritzte. In Vorbereitung der Schwimmdelegation für einen Einsatz in den USA wurde durch den Verbandsarzt Dr. Kipke durchgesetzt, dass die ausgewählten Aktiven je 11 Testosteroninjektionen erhalten. Begründet wurde diese Maßnahme mit der Feststellung, dass die Aktiven bei Nichtdurchführung überhaupt erst nicht in die USA zu fahren brauchen. Herr Dr. Kipke? Heute lebt Lothar Kipke, der bei der Stasi als IM Rolf geführt wurde, in Waldsteinberg bei Leipzig. Reden möchte er nicht mehr mit uns. Herr Dr. Kipke? Entschuldigung, wir wollten Sie nur was fragen. Herr Dr. Kipke?
Es ist moralisch nicht tragbar. Ärzte, die wissentlich ihre ärztliche Rolle missbrauchen, um Patienten zu schädigen oder mit Patienten etwas zu machen im Interesse von Dritten, sind charakterlich, sind menschlich für den Arztberuf nicht geeignet. Man muss ihnen die Approbation entziehen. Ein Sportfunktionär bestätigte den Zwang zum Lügen. Ihm sei bewusst, dass die Sportler der DDR bezüglich dieser Fragen zum Schwindeln angehalten werden, da sie etwas Verbotenes tun. Die erfolgreichste Schwimmerin der DDR überhaupt war Christine Otto vom SC DHFK Leipzig. Erhält dann die Leipzigerin Christine Otto den Karl-Marx-Orden. Sie siegte bei jedem ihrer Starts so über 50 und 100 Meter Freistil, 100 Meter Rücken, 100 Meter Schmetterling sowie mit der 4x100 Meter Freistil und Lagenstaffel. Auch künftig werden die Sportlerinnen und Sportler der Deutschen Demokratischen Republik alles tun, um unser sozialistisches Vaterland allseitig zu stärken. Sämtliche DDR-Nationalmannschaftsschwimmerinnen wurden ab dem 14. Lebensjahr in Anabolika-Vergabeprogramme des Verbandes aufgenommen. Zur DDR-Nationalmannschaft gehörte seit Anfang der 80er Jahre auch Christine Otto. Christine Otto, Sie stehen auf der Liste der Angeklagten ganz oben. Bleiben Sie dabei, dass Sie keine verbotenen Mittel genommen haben? Ja, dabei bleibe ich. Und das belegen, glaube ich, auch meine negativ ausgefallenen Dopingkontrollen. Das Ergebnis der üblichen Ausreisekontrollen vor Wettkämpfen, die verhindern sollten, dass Athleten gedopt ins Ausland fuhren, brachte bei Christine Otto einen enorm erhöhten Wert an männlichen Hormonen zutage, 1989. Christine Otto bestreitet den Wahrheitsgehalt dieses Dokuments und fühlt sich dabei als Zielscheibe einer Kampagne. Sie wollte keine weitere Stellungnahme abgeben. Wie dem auch sei, feststeht, dass die heutige Sportreporterin keineswegs ein Täter, sondern wenn überhaupt allenfalls ein Opfer des DDR-Sportsystems gewesen ist. Ich glaube, wir können uns darauf freuen. Ja, ich habe kein Verhältnis zu ihr oder keinen Kontakt mehr zu Christine Otto, obwohl ich diese ganze Sache mit ihr natürlich besonders absurd finde. Ich meine, sie war offensichtlich gedopt, das ist allgemein bekannt. Sie leugnet es seit Jahren ab und auf der anderen Seite präsentiert sie im ZDF-Studio Sportnachrichten und das ist für mich nicht vereinbar, also absolut nicht. Ich glaube, dass Christine verpasst hat, den Schlussstrich unter diese Zeit zu ziehen. Was sich bekanntlich vielen DDR-Bürgern, egal auf welchem Gebiet, schwerfällt, zu Fehlern der Vergangenheit zu stehen. Es ist nicht schlimm zu sagen für Christine Otto, dass sie mit Doping in Berührung gekommen ist. Sie hatte keine andere Chance in der DDR. So einfach ist das für mich. Die DDR-Führung schmückte sich gern mit ihren Diplomaten im Trainingsanzug. Und nicht nur das. Männer wie der in den 80er Jahren auch für den Sport zuständige Egon Krenz wussten wohl Bescheid, was in den Dopingküchen der Republik los war. Dieses Dokument belegt zum Beispiel, dass Genosse Erich Honecker höchstpersönlich eine Pressemitteilung über die Manipulation einer Dopingkontrolle absegnete. Einverstanden? Erich Honecker. Das Wunder, von dem man angesichts der Erfolge unserer Sportlerinnen und Sportler immer wieder in aller Welt spricht, ist kein Geheimnis. Es heißt Sozialismus, wenn man so will, Sozialismus in Farben der Deutschen Demokratischen Republik. Der uneingeschränkte Herrscher des DDR-Sports war der langjährige DTSB und NOK-Präsident Manfred Ewald, der Chef des Ostsports. Auch im Westen wurde gedopt, aber Ewald war der Drahtzieher eines von oben gelenkten systematischen Staatsdopings. Manfred Ewald saß mit im Zentralkomitee, wusste von allem Bescheid, aber nach der Wende äußerte er sich so. Ich habe wiederholt gesagt, dass es kein flächendeckendes Doping in der DDR gegeben hat, dass es keine Weisungen von mir gegeben hat. Ich habe die Leute, die es gesagt haben, aufgefordert, mit diesen Dokumenten zu erscheinen, sie hier oder anderweitig auf den Tisch zu legen. Das alles unterbleibt, weil es derartige Dokumente nicht gibt. Sie kann es nicht geben, weil es nicht der Wahrheit entspricht. In den Stasi-Unterlagen heißt es, es wurde durch Genossen Ewald der Auftrag erteilt, zu jedem der aufgeführten Athleten konkret den individuellen Absetzzeitraum für Anabolika zu bestimmen, unter Einkalkulierung des höchsten Risikofaktors. Ironie der Geschichte. Manfred Ewald meinte, dass es besser wäre, wenn kein unnötiges Material vorhanden ist. Man könne nie wissen, wie alles einmal kommt.
Das Problem der DDR-Doping-Vergangenheit verdrängt im Jahre 97 die heutigen sportlichen Erfolge aus den Schlagzeilen. Immerhin, in Deutschland gibt es jetzt ein strenges Doping-Kontrollsystem. Nahezu alle Athleten werden negativ getestet. Wie auch immer, Ziel der Anklagen wird es in Berlin sein, an die wirklich Verantwortlichen des DDR-Sportsystems heranzukommen. Die Letzten in der Kette erwischt es dabei zuerst. Und so wurden die ersten Anklagen erhoben und vom Deutschen Schwimmverband die ersten Kündigungen ausgesprochen. Trainer und bald auch Ärzte müssen gehen. Das DDR-Doping hat auch 7 Jahre nach der Wiedervereinigung noch zahlreiche Nebenwirkungen. Stellen sich heute die Frage, ob Sie ohne Doping auch Olympiasiegerin geworden wären? Ja, das tue ich. Und was glauben Sie? Ich kann es nicht beantworten. I'm gonna go get some.